an die Spitze. Jetzt bin ich gespannt, ob der kommt, der hier gleich kommt. Und der kommt, aber wie? Nur hat er nicht ganz funktioniert. Michi Hertel bleibt nach der ersten Runde in Führung. Jesse Mustonen an der zweiten Stelle, dann Mathieu Tressailleux, dritter, und der geht wieder vorbei an die zweite Stelle. Ja, was für Rennen sind das heute hier in Mühldorf auf dieser Bahn. Die gibt ja immens viele Linien her, die unsere Teilnehmer wählen können, um zum Erfolg zu kommen. Stelle mittlerweile Theo Piper. Jesse Mustonen auf der 4, aber wichtig nach wie vor. Michi Hertel in Führung. Und Theo Piper, der ist auch noch. Und Theo Piper an der dritten Stelle, und er kommt da mit Schwung aus der Ecke raus. Und die letzte Kurve, Michi Hertel relativ weit außen. Geht da noch was für Mathieu Tressailleux? Nein, es geht nichts mehr. Das Halbfinale.